Herzlich willkommen zum Linksnet Talks in der Reihe Leipzig liest. Heute mit der Mitherausgeberin Nina Treu des Buches Zukunft für alle, eine Vision für 2048. Und deine Version ist deutlich schöner als meine, denn ich bin schon im Regen, ich bin im Regensturm gewesen. Und deswegen hat sie ein bisschen Wasser abbekommen, weil ich sie nur in so einem Jutebeutel transportiert habe. Eine Zukunft für alle, eine Vision für 2048 heißt das Buch. Und es geht auch in dem Buch darum. Ja. Aber vielleicht magst du den Leuten vorstellen, um was es in dem Buch geht, was eure Zukunft für alle bedeutet und was eine Vision für 2048 ist. Ja. Also ich habe das Buch zusammen mit Kolleginnen aus dem Konzeptwerk herausgegeben und im Konzeptwerk beschäftigen wir uns seit einigen Jahren mit einer Frage nach einer zukunftsfähigen Ökonomie. Wie kann die gerecht, klimagerecht, demokratisch sein? Und sind dabei immer wieder auf die gleichen Beispiele gestoßen, die sich aber auf so einer eher Nischenebene bewegen. Also so der Umsonstladen, die solidarische Landwirtschaft, das Hausprojekt und auf die großen Fragen, die irgendwie nie jemand beantworten konnte. Also was für eine Form von Markt gibt es da noch, welche Eigentumsformen wir haben, wie organisieren wir uns eigentlich ja weltweit. Und dann dachten wir so, Mensch, wir müssten eigentlich mal versuchen, so eine Utopie zu entwickeln. Und haben uns deswegen die Frage gestellt, wie wollen wir leben 2048, damit es schön 30 Jahre weit weg ist und man das sozusagen schön weit planen kann. Und gleichzeitig aber auch natürlich, wie kommen wir dahin? Was könnten so Wege sein? Und das Witzige ist, wir haben dann gedacht, wir klären jetzt erstmal die Fragen, die harten Fragen. Eigentum, Staat, Markt, Demokratie. Die haben wir nicht geklärt bekommen in dem ganzen Prozess. Und haben versucht, anzufangen, Antworten drauf zu geben. Also was ganz klar ist, ist, wir leben weiter in einer Gesellschaft, wo es verschiedene Anteile gibt. Also wir haben irgendwie nicht die Lösung gefunden, wie jetzt die Gesellschaft total geil organisiert ist, sondern es ist irgendwie ein langer Prozess, das ist kein Endzustand. Auch 2048 müssen wir noch für Sachen kämpfen und gegen Sachen kämpfen. Und wir haben eine Wirtschaft entwickelt, die viel, viel besser ist und viel gerechter ist als die heute. Also es gibt viel weniger Markt. Der Markt ist total eingehegt. Der hat so Gemeinwohlkriterien. Also er ist fair, demokratisch, sozial, ökologisch. Aber es gibt den Markt noch, neben einem staatlichen, öffentlichen, nein, einen starken öffentlichen Sektor, der staatlich oder kommunal sein kann, je nachdem, was das Gebilde dazu ist, und einem Commons-Sektor, also so einem selbstorganisierten Sektor, wo Leute einfach beitragen statt tauschen, ohne Geld funktioniert. Und die Idee ist, dass Menschen in dieser Zukunft für alle leben können, ohne Geld, und trotzdem gut leben können. Also sie haben dann Zugang zu Wohnraum, zu Essen, zu Bildung, zu Gesundheit, zu Mobilität, zu verschiedenen Infrastrukturen. Und es wäre total schön, wenn sie sich in dieser Gesellschaft auch durch Tätigsein beteiligen. Aber es gibt keinen Arbeitszwang. Und es gibt dann darüber hinaus noch so eine Art Geldgrundeinkommen, mit dem man sich noch ein paar Sachen mehr kaufen kann. Zum Beispiel Kleidung, die neu ist, oder weitere Reisen unternehmen kann oder so. Und dann gibt es noch so einen Markt, an dem noch so Produkte hergestellt werden, die irgendwie noch toller sind und die über diesen normalen Sektor hinausgehen. Und wir haben wirklich viel darüber diskutiert, ob es diesen Markt noch geben soll. Und unser Gefühl war, dass das den Leuten, also vielen Leuten sozusagen jetzt total komisch vorkommt, zu sagen, das gibt es gar nicht mehr. Und deswegen haben wir uns für diesen Dreiklang entschieden. Menschen, die sozusagen an Utopien arbeiten, finden das manchmal nicht so logisch, weil die meistens eine Utopie haben. Also es sind meistens Menschen, die stehen für den Markt oder die stehen für den Staat oder die stehen für Commons. Und wir haben aber gesagt, hey, wir würden das gerne zusammenfügen. Das ist erstmal so die Wirtschaftsvision. Mhm. Soll ich einfach weiterreden? Oder? Klar, es geht ja nicht nur um Wirtschaft in dem Buch. Ja, genau. Es geht ganz viel um die Frage, wie wir uns als Gesellschaft organisieren. Und wir wollen eine viel demokratischere Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, wo Menschen über die Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, viel stärker mitbestimmen können. Und das heißt natürlich erstmal Entscheidungen, die jetzt vielleicht auf EU-Ebene oder in Deutschland auf Bundesebene getroffen werden, wieder zurückzubringen zu den Orten, wo die Leute entscheiden. Das heißt natürlich aber auch, Orte zu kreieren, wo viel mehr Menschen mitbestimmen können. Also in den Betrieben, die zu demokratisieren und zu überlegen, was wollen wir eigentlich produzieren, an wen wollen wir das rausgeben, mit wem wir eigentlich Handel betreiben. Also Betriebe in Unternehmerinnenhand. Das heißt aber auch die Orte, an denen wir andere Tätigkeiten erledigen, vielleicht im Bereich von Medien, im Bereich der Bildung, im Bereich der Gesundheit, dass wir die auch demokratisch organisieren und Menschen gucken können, wie sie die miteinander organisieren wollen. Und genau, wir reden ja gleich nochmal ein bisschen über den Prozess, wie wir dahin kamen. Wir hatten so Workshops und in diesen Workshops kam in jedem einzelnen Workshop die Idee auf, dass wir Räte gründen müssen. Räte sind so phänomenal, die kommen auch in solchen Werkstätten auf. Und das heißt, die Vision basiert auch ganz stark auf Räten. Also Nachbarschaftsräte, Betriebsräte, klingt das ein bisschen, also so Räte in Betrieben, Räte auf einer kommunalen Ebene. Es gibt dann den Energierat, den Gesundheitsrat etc. Und das geht rauf bis zum Internationalen Klimarat. Ich hatte vorhin ja auch schon kurz darüber gesprochen, das ist eine Vision für 2048.
Für die Klimafrage müssen wir die Sachen ja eigentlich bis 2030, 35 ungefähr gelöst haben. Also es gibt auch einige Aspekte, die sind schon viel früher gelöst und einige, die kommen erst später. Aber ja, entwerft ja trotzdem nicht jetzt die Sache, also das ist ja trotzdem nichts, kein Programm, was morgen umgesetzt werden kann, sondern der, es ist ja erstmal eine Idee, wie könnte das eigentlich 2048 aussehen, außer die Tristesse der Gegenwart sozusagen jetzt 30 Jahre später noch fortbestehen zu haben. Und ihr habt ja auch, also ihr habt ja tatsächlich euch die Mühe gemacht, umfangreich, also ihr habt mit Wirtschaft und so, Demokratie und Selbstbestimmung ist ein Aspekt, dann ist aber auch Care-Arbeit ist ein wichtiger Aspekt, Feminismus, ja, also das heißt, eigentlich habt ihr tatsächlich einen Gesellschaftsentwurf für 2048 entworfen. War das, waren die, also du hast schon gesagt, du kommst eher aus dieser Klimafrage. War das schwierig, sozusagen euch zu öffnen für diese anderen Themenbereiche oder war das natürlich, genau? Aber witzig, dass du es sagst, weil ich habe ja gesagt, wir kommen aus der Wirtschaftsfrage, aber ja, das Konzeptwerk wird ganz oft mit Klimagerechtigkeit und Klima so in Verbindung gebracht. Also wir hatten nicht den Anspruch, einen Masterplan zu entwickeln, aber wir wollten schon eine Utopie entwickeln, die viele Lebensbereiche angreift. Was ja ein bisschen komisch ist, wir sagen, ah ja, zur Bildung haben wir was zu sagen, aber Entschuldigung, über Pflege haben wir eigentlich leider gar nicht nachgedacht. Und wir haben uns damals gedacht, naja, so eine Utopie, also wir wollten auf keinen Fall so wirken, als ob sich vier schlaue Menschen in eine stille Kammer setzen und da einen tollen Masterplan entwickeln, sondern wir wollten was kreieren, was Leute einlädt, was Leute begeistert, wo Leute denken, ach geil, daran kann ich anknüpfen. Das schafft man natürlich viel eher, wenn man auch viele Leute reinholt in diesen Prozess. Und deswegen haben wir das über Zukunftswerkstätten organisiert. Zukunftswerkstätten sind so ein spezielles Format an Workshops. Du hast eine Kritikphase im aktuellen System, eine Utopiephase, wo wollen wir hin, und eine Strategiephase, wie kommen wir dahin? Das war noch vor Corona. Wir haben uns live getroffen, anderthalb Tage lang, und haben jeweils sozusagen verschiedene Bereiche gemacht. Eine zu Handel, eine zu Pflege, eine zu Demokratie, eine zu Bildung, eine zu sozialen Sicherheiten, eine zu Ernährung, eine zu Mobilität. Also so weit gefächert, 12 waren es insgesamt. Und haben uns da immer einen Partner gesucht, der in diesem Feld sozusagen für so eine progressive Sicht steht und mit dem zusammen Leute eingeladen. Und es waren dann so um die 15 Leute meistens. Und dann, so haben wir uns Wissen, Expertise, Kontakte aus den anderen Kontakten rein, aus den anderen Feldern reingeholt. Und das hat auch echt ziemlich gut zusammengepasst, weil was aufgefallen ist, ist, dass total viele Leute, selbst Leute, die ziemlich progressiv sind, ziemlich bewegungsorientiert sind, irgendwie so kritische Wissenschaft machen, dass sie echt selten drüber nachdenken, was eigentlich ihre Utopie ist. Und man dann mal sagt, okay, jetzt jenseits von den Kämpfen, die ihr gerade in der Landwirtschaft führt, gegen Landgrabbing, gegen Konzernverschmelzung, gegen Gentechnik, was ist eigentlich eure Vision, wie wollen wir da hin? Und wir am Anfang dachten, man, vielleicht ist es für die Leute, die da kommen, eher so eine Dienstleistung, aber die sind immer total begeistert da rausgegangen. Und die haben gesagt, ey, es war so cool, sich anderthalb Tage zu nehmen und über Utopien nachzudenken, und haben auch gesagt, hey, das nehmen wir mit in unsere Arbeit für später. Wie können wir eigentlich größer denken und wo wollen wir eigentlich hin? Und genau, es gibt so ein paar Elemente, die haben überall total gut zusammengepasst. Also zum Beispiel das mit den Räten oder stark zu demokratisieren oder zu sagen, hey, wir werden noch verschiedene Formen haben, wie das aneinander greift. Aber ganz wichtig ist natürlich, irgendwie Produktion und Konsum im globalen Norden zu reduzieren, anders aufzubauen, damit wir eine globale Gerechtigkeit herstellen können. Es gibt schon so gemeinsame Nenner. Und natürlich gibt es total viele Fragen, die unklar blieben. Ne? Also wie genau findet zum Beispiel die Aushandlung statt? Wie viel Lithium und Bauxit jetzt noch abgebaut wird für die ganzen technischen Geräte, die es auf der Welt geben soll. Und wir sind dann damit rausgekommen, naja, das darf halt nur noch abgebaut werden, wenn jetzt die lokale Bevölkerung damit vereinverstanden ist. Natürlich nur, wenn da Menschenrechtsbedingungen, Menschenrechte eingehalten werden, die Arbeitsbedingungen und Menschenwürde sind. Aber auch nur, wenn sozusagen die Geräte gleich verteilt werden. Mhm. Also da kommt zum Beispiel dann raus, wir haben halt nicht mehr so viele Technik-Gadgets im globalen Norden, dafür haben wir aber eine starke Umverteilung und diese Geräte haben auch total viele Menschen im globalen Süden. Mhm. Genau, und diese Zukunftswerkstätten haben wir 2019 gemacht und dann in einem längeren Prozess als Autorinnen-Team versucht, die zusammenzubündeln und da auch immer wieder Rücksprache gehalten mit den Menschen, die Expertise in den einzelnen Bereichen hatten. Und ihr habt dann auch letztes Jahr so einen großen Kongress hier in Leipzig gemacht, der auch den Zukunft für alle Titel hatte. Ja. Also eigentlich war der Plan, wir machen einen riesigen, total tollen Bewegungskongress mit mindestens 1500 Leuten, die da zusammenkommen an einem schönen Ort und Begegnungen und Austausch und so. Genau, und dann kam Corona und wir haben so ein Hybrid-Ding gemacht. Also wir haben dann einen Ort gemietet und da auch Sachen vor Ort durchgeführt und auch kleinere Veranstaltungen gemacht. Also ihr wart da auch beteiligt.
Aber ein großer Teil davon lief online ab und das war im August und ich glaube, da gab es auch schon eine gewisse Online-Müdigkeit. Also wir haben trotzdem, hatten wir irgendwie über 1500 Anmeldungen für den Kongress und wir haben, glaube ich, auch 3000 Leute so erreicht. Aber es ist natürlich vom Erlebnis was ganz anderes. Mhm. Und wir hatten schon die Hoffnung, dass viele Menschen das nachher mitnehmen und mittragen und auch so inspiriert sind davon, über diese Utopie nachzudenken und dann vielleicht an ihre Themen anknüpfen und damit weiterarbeiten. Und ich glaube, das läuft auch. Also dieses Buch verkauft sich ziemlich gut und wird auch ziemlich viel runtergeladen und so. Also ich glaube, es verbreitet sich und Leute können damit was anfangen. Aber es ist, glaube ich, nicht so ein großer Startpunkt gewesen, wie wir uns irgendwie erhofft hatten. Klar, es kam letztes Jahr auch im Oktober raus. Da war ja auch keine Buchmesse. Also gab es ja die Online-Buchmesse der Frankfurter Buchmesse oder so, wo wahrscheinlich sonst sozusagen eine große Veranstaltung auch hätte sein können, Buchpräsentationsreihe. Ja, ja. Aber die fand ja so auch nicht statt. Ja, genau. Du hast ja schon erwähnt, dass ihr sozusagen euch auch nicht gescheut habt. Also das eine coole oder beeindruckende ist ja, dass in den Utopien immer auch eine Kritik an den aktuellen Verhältnissen drinsteckt. Aber eben nicht drinsteht, das und das finden wir doof, sondern das so und so, so kann es aussehen. Damit steckt natürlich die Kritik sozusagen drin. Und besonders schön wird das auch hinten in einem Transformationsteil, in dem es darum geht, was sind so Wege zur Transformation und welche Steps werden da gegangen. Und dann ist hier irgendwo zum Beispiel 2038, also ihr macht euch doch die Mühe, jedes Jahr sozusagen gibt es so ein... Es gibt ja so eine Zeitleiste. Genau. Und eine ist besonders schön, der Duisburger Bahnhof wird zum schönsten Deutschlands gewählt. Er besticht durch unter anderem durch einen Wartebereich mit Musikzimmer, solarbetriebener Sauna und Bällebad aus nachwachsenden Rohstoffen. Und allein deswegen, also lohnt sich schon, dieses Buch zu lesen, weil es wirklich auch einen schönen Humor hat, der so trotzdem ein schönes Bild entwirft. Also dahinter steckt natürlich, dass Bahnhöfe wirklich heute keinerlei Ort zum Verweilen mehr sind, sondern zum Durchgehen und oder Konsumieren. Ja. Und das einen ja auch nervt, wenn man dann irgendwie schnell zum Zug muss und dann erstmal durch Massen an Leuten, die da sind, wegen den Geschäften. Voll. Insofern ist das, das kann ich quasi nur empfehlen, diesen Transformationsteil. Ja, hier Lob auch an meinen Kollegen Kai. Der hat diese ganzen guten Sachen erfunden. Also wir haben auch Stationen da erfunden. Die kommen auch teilweise aus den Zukunftswerkstätten. Aber die besonders witzigen Details kommen auf jeden Fall von Kai. Mir ist auch heute gerade aufgefallen, ich mag die Ironie hier auch. 2044, die Kernfusionsforschung verkündet, dass die Technik voraussichtlich in 30 Jahren zur Verfügung steht. Ja. Also unsere sozusagen Technik-Skepsis oder Skepsis an Großtechnologien, die dann alles retten, ist hier auch nochmal deutlich geworden. Genau, und das, was du auch gerade ansprichst, was wir auch versucht haben, ist so Boxen zu machen, wo wir so ein bisschen spaßeshalber so versuchen darzustellen, wie sich das Leben dort anfühlt, um es so greifbar zu machen, was 2048 eigentlich anders sein könnte. Ja, ihr habt auch immer wieder schön transparent gemacht, wo man, wo bereits Initiativen da sind, an wo man sich nähere Sachen angucken kann in den einzelnen Bereichen. Das ist wirklich sehr schön zu lesen oder auch nur Teile davon sozusagen sich anzuschauen. Besonders schön beeindruckend finde ich an dem Buch auch, dass es erstens nicht teuer ist, kostet 9 Euro, ist echt ein okayer Preis, aber man kann, es ist ein A4 gedruckt und es steht auch als A4 Download zur Verfügung, als PDF, E-Book und alles mögliche, auch kostenlos. Und ihr seid bei dem, ich glaube, in der Fachpolitik sozusagen besten Verlag für Klimagerechtigkeit. Wie war das mit dem Verlag da zu verhandeln, dass das alles sozusagen mit Start der Buchveröffentlichung auch sozusagen sofort online kostenlos zur Verfügung steht und so war das? Hat das mit denen zu besprechen und zu verhandeln? Ja, also wir publizieren seit ein paar Jahren bei Ökom und hatten zum Beispiel auch Degrowth in Movements, nein, es ist auf Deutsch Degrowth in Bewegungen 2016 veröffentlicht. Und damals war das noch ein bisschen stärker Verhandlung. Also da war das noch nicht so normal, dass die eine Creative Commons Lizenz haben. Da habe es auch ein halbes Jahr gedauert, bis wir das Buch zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt haben die aber einfach eine Creative Commons Lizenz und man zahlt sozusagen ein Stück mehr und nimmt denen, glaube ich, noch mal ein paar mehr Bücher ab. Aber das ist einfach jetzt normal möglich. Und das ist auch spannend, weil man kann sozusagen online gut aufbereitet lesen, wenn man Lust hat, die Webversion zu haben. Man kann es sich runterladen, man kann es auch diesen E-Book wieder machen. Man kann sagen, im Shop bei denen kaufen, aber umsonst. Und dass es nur 9 Euro kostet, haben wir einfach unseren Förderern zu verdanken. Also das Projekt wurde ja gefördert von klassischen Partnerinnen des Konzeptwerks. Und da haben wir einfach Geld in die Hand genommen, dass das Buch günstiger ist, weil wir uns eben auch dachten, so ein Buch kostet leicht, hat man ein Zwanni bei Ökom. Und für 9 Euro kauft man sich es vielleicht leichter. Ja.
jeden Fall. Ich mochte es sehr, das Buch zu lesen. Ich mochte auch den Kongress sehr. Das war auch völlig irre, weil ja dort ja sozusagen teilweise, keine Ahnung, 40 Parallelveranstaltungen oder sowas hattet. Ja. Und das war der Mut sozusagen zur Kleinteiligkeit und gleichzeitig dadurch eben auch, es gibt kein vollkommenes Bild oder nicht die eine Veranstaltung, die man besuchen muss und so. Das ist eine schöne, das mag ich sehr, wenn sich Menschen sowas trauen, so einen Kongress aufzumachen und nicht zu sagen, das ist jetzt die zentrale Großveranstaltung, sondern da gab es halt einfach 10 im Durchschnitt wenigstens parallel. Ja. Und genau, ich mag so eine Kongresse und so ein Format. Ich mag auch, genau, ich mochte das Buch auch, kann es jedem empfehlen. Jetzt noch, ihr habt ja sozusagen so einen Transformationspart. Da steht ja auch sowas drin über so, was sind so Transformationssteps, also klassisch die Freiräume oder Genossenschaften, die irgendwo entstehen, die sind wichtig, Labore der Zukunft, wo man sozusagen irgendwie anders auch miteinander ins Verhältnis tritt. Dann gibt es so klassische Gegenmachtstrategien und aber auch so eine radikale Realpolitik. Ja. Siehst du denn Möglichkeiten für eine radikale Realpolitik, dort zumindest anzusetzen? Also genau. Ja, total. Genau, also was wir stark gemacht haben, ist, dass wir nicht glauben, dass es den einen Königsweg der Veränderung gibt. Also sozusagen nur die Art von Politik führt zur Veränderung, sondern dass wir ein ganz plurales Verständnis haben. Also viele Akteure an vielen verschiedenen Schnittstellen, Schaltstellen müssen verschiedene Dinge tun, damit wir den Wandel voranbekommen. Und ein Beispiel für radikale Realpolitiken oder revolutionäre Realpolitik, also sozusagen Politiken, die wir im Hier und Jetzt ansetzen können, Schritten, die man umsetzen könnte, in den bestehenden politischen Verhältnissen oder vielleicht ein bisschen besseren politischen Verhältnissen, die aber so einen Schritt in die unsere Utopie weisen, sind ja aus einer sozusagen Degrowth- oder Postwachstumsperspektive ganz klassisch Arbeitszeitverkürzung, also wirklich radikal, so auf 20 Stunden oder so die Lohnarbeit zu verkürzen, mit vollem Lohnausgleich in unteren Gehaltsgruppen und Personalausgleich. Und diese Zeit dann eben zu nutzen für demokratisches Engagement, für Sorgearbeit, für Muße, für die Zeit, die wir eigentlich gern haben wollen. Natürlich radikale Umverteilung, also im globalen Maßstab Vermögenssteuern, Vermögensdeckeln, Erbschaftsabgaben, Kompensationen für Kolonialismus und Klimaschäden. Also eine radikale Umverteilung. Genau, das sind, glaube ich, zwei ganz zentrale Beispiele, die wir voranschieben. Und ja, was ich gerade meinte mit den bestehenden Verhältnissen, natürlich wird das nie von einer Regierung, wo irgendwie die Union beteiligt ist, durchgeführt werden. Und es ist ja schon die Frage, wie nah sind eigentlich Regierungen ohne Unionsbeteiligung? Also irgendwie jetzt in Deutschland dann Rot-Rot-Grün oder so. Ich glaube trotzdem, diese Vorschläge gibt es. Und natürlich bringen die aber nichts, wenn die irgendwie an der Stube entwickelt werden und keine Masse auf der Straße die trägt. Also voll. Ich glaube, dass zum Beispiel der Mietendeckel gerade so groß ist und das sind eigentlich ja so groß, ist ja, weil es eine seit Jahren gewachsene Bewegung ist im Bereich Mieten, die dafür kämpft, dass jeder ein Recht auf Wohnen, wir alle ein Recht auf Stadt haben oder ein Recht auf Nachbarschaft haben. Und ich glaube, es würde sagen gar nicht so viel bringen, wenn dann die Politik sagen würde, ach, das machen wir jetzt, sondern das wird nie gehalten werden und nie durchsetzbar werden gegen die Konservativen, wenn nicht so voll die Leute daran kämpfen. Ja. Und das, glaube ich, kommt in unserem Transformationskapitel ganz gut zusammen, dass wir halt sagen, ja, genauso brauchen wir die halt sozialen Bewegungen auf der Straße, wir brauchen Pioniere, die diese Lösungen erstmal entwickeln, wie man eigentlich anders wirtschaften könnte, wir brauchen Leute, die erproben in Freiräumen und wir brauchen eben aber auch Perspektiven, wie wir die gemeinsam durchsetzen. Ja. Das sind schöne Schlussworte. Gut. Oder? Deswegen glaube ich, können wir uns verabschieden hier von unserem Linksnet Talks heute mit Nina Treu, der Mitherausgeberin des Buches Zukunft für alle, eine Vision für 2048 und einer unbedingten Leseempfehlung unsererseits. Danke dir. Danke dir, Fabian. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Tschüss.